Ja, hallo liebe Abonnenten, herzlich willkommen zu dem nächsten Commander 2014, zu der nächsten Deckvorstellung Peer Through Time. Ja, wie auch bei den anderen, wie bei dem anderen Commander Unboxing Video schon, wir haben hier ein Planeswalker Oversize dabei und ein 100 Karten Deck. Super, so kann man eine Verpackung aufmachen. So, einmal in den Müll und einmal der Commander für das Deck. Beziehungsweise haben wir noch zwei Alternativen dabei. Wo bist du denn scharf? Hier. Teferi Temporal Archmage. 6 Mana. Natürlich teuer, aber kommt mit 5 Loyalität ins Spiel für plus 1. Schauen wir die obersten zwei Karten von unserer Bibliothek an. Wählen eine davon und ziehen die Karte und die andere kommt on bottom. Also für plus 1 schon jede Runde eine zusätzliche Karte. Für minus 1 enttappen wir 4 Permanents. Permanents, sehr geil. Zum Beispiel Nissa Worldwaker enttappt 4 Wälder. Er enttappt 4 Permanents. Für minus 10 kriegen wir ein Emblem. Jedes Mal, wenn wir eine aktivierte Fähigkeit von einem Planeswalker aktivieren, können wir das auch als Instant machen. Also sehr geil. Sehr cooler Planeswalker. Muss auf jeden Fall in mein Super Friends Deck. Eine andere Möglichkeit gibt es da gar nicht. So, Müll weg. Und dann kommen wir zu dem Deck. Machen wir noch kurz die Standardländer raus. Und ja, dann haben wir das passende Emblem natürlich dazu. Ein Fisch-Token, ein Whale-Token, Kraken-Token, noch ein Fisch, noch ein Whale, noch eine Krake. Die waren ja sogar ganz teuer eigentlich, die Kraken-Token. Sie haben sogar 80 Cent mal gekostet, bevor die jetzt wieder kamen. Ah, ein Affen-Token haben wir noch 3 Stück. Und dann haben wir hier nochmal den Planeswalker als normale große Karte. Stitcher Geralf für 5 Mana mit 3-4 für 3 Mana und Tappen. Tut man die obersten 3 Karten von seiner Bibliothek in Friedhof, jede 2 Kreaturenkarten, die auf diese Weise in Friedhof kommen, kriegen wir einen XX blauen Zombie Kreaturenspielstein, wobei X gleich der Anzahl an Power ist, die wir exiled haben damit. Ja, ganz nett vielleicht. Schauen wir mal. Lord Host, The Tidemaker für 8 Mana, 8-8. Wenn der angreift, können wir 8 bezahlen. Wenn wir das machen, tappen wir bis zu 8 Permanents und diese Permanents enttappen nicht während des nächsten Enttapp-Segments des Beherrschers. Finde ich zu teuer irgendwie. Ist natürlich richtig geil, das haut halt richtig rein, wenn er damit durchkommt, aber ja. Der Siren Reef Worm, sehr gute Karte finde ich, für 4 Mana 0-1. War am Anfang sogar nur bei 80 Cent, mittlerweile ein bisschen teurer. Wenn der stirbt, kriegen wir einen 3-3 Fischtauken. Wenn der stirbt, kriegen wir einen 6-6-Tauken. Und wenn der stirbt, kriegen wir einen 9-9 Kraken-Token. Sehr cool. Also sozusagen, er wird immer wieder gefressen dann von der nächstgrößeren Kreatur. Ixidron, auch eine sehr lustige Karte. Storm Surge, Kraken. Frost Titan. Finde ich ganz cool, dass sie da der Titans zum Teil reingepackt haben. Sie haben den Frost Titan reingepackt. Ich glaube, der Sun Titan ist dabei. Aber wieso nicht der Prime Evil Titan oder so? Der ist doch so teuer. Den hätten wir da noch mit reinmachen können. Sphinx of Chor-Isle. Sphinx of Magosi. Reaction Enchester. Sphinx of Utum. Die macht noch einen Fact of Fiction dazu. Hoverguard Sweepers. Breaching Leviathan. Hä, hey, das ist schon arg teuer, was die da für Deep Sea Kraken, was da hier für teure Kreaturen drin sind. Ich habe es mir noch nicht hundertprozentig über die Decks angeguckt. Ich bin mal gespannt, was da noch kommt an Karten. Infinite Reflection. Well of Ideas. Cyclonic Rift, cool. Starke Karte. Cackling Counterpart. Stroke of Genius. Ja, auch okay. Read of Repliction. Ethergale. Distortion Wake. Steel Hellkite, auch eine sehr beliebte Karte in Decks von Commander Decks, die wir spielen bei uns in der Spielrunde. Saphir Medaillon. Crown of Doom. Die Disc, auch sehr cool, dass die wieder dabei ist. Kann man auch immer gut gebrauchen. Ja, hier dann noch einige Non-Basics.
Azure Mage, Faithen Seer, die Fogbank. Auch eine sehr coole Karte, finde ich. Muldrifter, auch sehr cool in einem Blink-Deck, natürlich sehr geil, eine sehr geile Karte. Pongify, auch ganz nett. Turn to Frog, finde ich eine lustige Karte, cooles Artwork. Artisan of Kozilek, auch sehr interessant, dass der hier in diesem Deck drin ist. Everflowering Chalice, ja gut, bisschen Ramp hier, Tomat Script, Soul Ring natürlich, Mindstone Ramp, Sky Diamond, ja okay, Swiftfoot Boots, glaube ich auch in jedem Deck drin, die Commander Sphere glaube ich auch, One Power Stone, Assault Suit, Tran Dynamo, geil, richtig cool, gefällt mir gut. Also wenn man das allein schon vergleicht, das Ei würde ich nicht spielen. Beide 4 Mana, er macht einfach 3, er macht nur 2. Und Dreamstone Heatron. Ja, finde ich eigentlich ein sehr cooles Deck. Müssen wir einfach irgendwie mal, wie gesagt, noch alle austesten. Es sind wieder einige coole Karten dabei, die ich auch ja, sehr gerne spiele. Tran Dynamo ist eine sehr nette Karte. Mindstone kann man auch immer sehr gut spielen in Commander-Decks. Was haben wir noch dabei? Den Muldrifter zum Beispiel, den mag ich ganz arg. Die Disc, cooles Removal, Steel Hellkite, Cyclonic Rift, also man bekommt hier auch wieder richtig starke Karten, Frost Titan in diesem Deck, Reform und ja, dann natürlich Teferi noch, muss einfach in mein Super Friends Deck. Soweit zu dem Peer Through Time Deck. Ja, ich hoffe natürlich, die Unboxing-Videos gefallen euch trotzdem. Ist natürlich ein bisschen schwer. Natürlich kann ich da immer ein paar Sachen dazu sagen. Ist trotzdem ein bisschen schwer, mehr daraus zu machen wie ein Unboxing. Aber ich hoffe natürlich, es gefällt euch trotzdem. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Und vielen Dank natürlich an dieser Stelle an den MTG-Discount und an den Magic-Card-Markt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Und bis dahin, ciao!